Moin, liebe Top-Familie, liebe Fußballfreunde, was und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Meine Lieben, zweiter Spieltag in der dritten Liga. Wir wollen fleißig weiter tippen. Natürlich hier der Hinweis. Vorhin kam das Video zur zweiten Bundesliga. Gestern kam das XXL-Video mit U und mir zur ersten Bundesliga. Von daher schaut euch diese beiden Videos an, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Und natürlich auch hier. Lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und vor allem schreibt eure Tipps zur dritten Liga unten in die Kommentare. Ja, war ein okayer Start für dich von den Tipps her. Schauen wir doch gemeinsam drauf. 31 Punkte geholt. Aachen hat mit einem Tordifferenz gewonnen. Genauso wie auch Ingolstadt mit einem Tordifferenz gewonnen hat. Ansonsten 2x6 Punkte, eben die Tendenz. Plus eben ein Tor richtig, eben bei Aue gegen Hannover 2 und eben auch bei Viktoria Köln gegen Dresden. Und ansonsten haben wir 1, 2, 3, 4, 5 mal einen Punkt. Ich habe nur einmal keine Punkte geholt, nämlich beim Spiel Dortmund 2 gegen Unterhaching. Denn Dortmund 2 ist Tabellenführer, weil sie 3-0 gewonnen haben. Das ist die einzige Begegnung, wo ich keinen einzigen Punkt geholt habe. Ich bin gespannt, mal gucken, was jetzt an diesem Wochenende passiert. Wir haben einige interessante Spiele mit dabei, finde ich. Von daher, ich bin gespannt auf die einzelnen Spiele. Ich hoffe, ihr ebenfalls. Und dann würde ich sagen, starten wir rein mit dem ersten Spiel, was wir jetzt hier unter die Lupe nehmen werden. Und starten rein mit Dresden gegen Cottbus. Ja, Dresden, Cottbus. Da sprechen wir natürlich einmal über ein Gewinnerteam und einmal über ein Verliererteam. Denn Cottbus hat gegen Bielefeld 2-1 verloren zu Hause und Dresden hat in Köln gegen Viktoria Köln 2-1 gewonnen. Also beides relativ überschaubare Ergebnisse, nur mit einem Tor Differenz. Der Cottbus-Trainer, glaube ich, hat ja rot gesehen, wenn ich mich jetzt ja nicht irre. Ich glaube, da war ja irgendwie was. War sehr hitzig. Cottbus hat sich sehr ja über den Treffer, ja, den sie erzielt haben, ja gefreut. Ich glaube, die ging ja, wenn ich mich ja jetzt ja nicht täusche, ging ja in Führung und haben dann ja zwei Gegentore ja in der zweiten Halbzeit ja kassiert, so war es ja. Ja. Dresden, ja, gut gespielt, müsste sich, finde ich, aber noch steigern. Cottbus unglücklich verloren. Ich sag mal, ein Punktgewinn hätte es schon sein können. Der zweite Treffer, glaube ich, fiel in der Nachspielzeit, wenn ich mich jetzt ja nicht irre. Glaube, so war es ja. Schwierig. Weil ich finde, Dresden ist so eine Mannschaft, die darfst du erstmal A natürlich nie unterschätzen. Aber tun sich trotzdem manchmal extremst schwer. Witzigerweise, das letzte Mal, wo beide aufeinander getroffen sind, das war in der Saison 15-16, damals in der dritten Liga. Und jeweils haben die Auswärtsmannschaften gewonnen. Cottbus in der Hinrunde in Dresden 1-0 und in der Rückrunde Dresden 2-0 in Cottbus. Dresden spielt jetzt zu Hause. Das ist ja jetzt, ich merke mir jetzt nicht immer, wenn ich ehrlich bin, die Namen, aber ich will gerade den Trainernamen nochmal haben von Dresden, wo ich jetzt gerade nicht auf den Namen komme und das ärgert mich gerade ein bisschen. Jedenfalls wollte ich nur sagen, ich finde Dresden jetzt unter dem neuen Trainer hat so ein bisschen was Frisches, sag ich mal. Ich will jetzt gerade kurz gucken, wie nochmal der Trainer heißt, weil das stört mich gerade extremst, dass ich nicht drauf komme. Genau, Thomas Stamm. Der hat, finde ich, sowas Frisches irgendwie. Beide Stürmer haben getroffen mit Kutschke und Dafferner. Absolut freut mich auf jeden Fall. Dafferner ist ja ausgeliehen ja aus Nürnberg. Boah, wird ein interessantes Spiel. Ich sehe hier eher Vorteile, muss ich zugeben, für Dresden. Eher. Ich glaube aber auch nur, dass das wieder so ein knappes 2-1 wird. Ich kann jetzt hier leider nicht ein Unentschieden für Cottbus tippen. Ja, statistisch ist ja so, ist ja zum Beispiel wie in der ersten Bundesliga. Tipp immer auf Bayern und statistisch gesehen, wenn man es so sehen will, holst du eigentlich fast immer Punkte. Fast, die Rede ist ja immer von fast. Und bei Dresden hat man ja gesehen, wie es ja letzte Saison in der Rückrunde lief. Aber ich würde jetzt mal auf einen knappen 2-1 Erfolg gehen für Dresden. Aber zum nächsten Spiel und sprechen über Unterhaching gegen Ingolstadt. Unterhaching schwach,
3:0 verloren gegen Dortmund 2. Offensiv, man hatte einige gute Aktionen, aber insgesamt war das wirklich ein schwaches Spiel. Ingolstadt, man hat gegen Mannheim, die, ich sag mal, über weite Strecken die aktivere Mannschaft war. Besser würde ich jetzt nicht sagen, weil sie eben nicht die Tore gemacht haben. Aber zumindest, sage ich mal, gegen ein offensivfreudiges Mannheim hat Ingolstadt aber 2:1 gewonnen. Wirklich schöne, sehenswerte Treffer. Einmal ein Freistoß, einmal aus der Distanz, man kann ja sagen vom 16er aus. Also wirklich gut gespielt, wie ich finde. Sowieso ja auch mit Sabrina Wittmann. Ich finde, es passt irgendwie. Deswegen, ich bin sehr auf den Weg von Ingolstadt ja auch in dieser Saison gespannt. Ich sehe hier Ingolstadt im Vorteil. Unterhaching spielt zu Hause, müssten eigentlich ein Tor machen. Ich gehe auch auf ein Tor von denen. Aber aufgrund dieser wackeligen Defensive muss ich hier einfach auf ein 1:3 gehen. Geht leider nicht anders. Kommen wir zum nächsten Spiel und gehen auf das Spiel Wiesbaden gegen Rostock ein. Und da haben wir natürlich schon mal ein Absteigerduell, was finde ich erstmal sehr, sehr interessant ist. Gucken wir doch mal drauf, wie nochmal diese beiden Teams letzte Saison gespielt haben in der zweiten Liga. Denn da hat Wiesbaden zu Hause in der Hinrunde 1:0 gewonnen und in der Rückrunde hat Rostock 3:1 gewonnen. Wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, beziehungsweise wie beide Mannschaften gespielt haben, Rostock 1:1 gegen Stuttgart 2, Wiesbaden 2:2 in Ferl. Haben beide nicht über ein Unentschieden hinaus. Wird natürlich deswegen sehr, sehr interessant sein, jetzt zu gucken, wie präsentieren sich beide Mannschaften. Wenn ich jetzt die beiden Mannschaften vergleiche, wie sie mir gefallen haben, muss ich zugeben, hat mir Rostock Ticken besser gefallen. Weil es irgendwie stabiler wirkte, sicherer. Wiesbaden war ein bisschen wild. 2 Tore gemacht, 2 Gegentore bekommen. Mal kurz überlegen. Also, Wiesbaden spielt zu Hause. Was nicht immer unbedingt ja was zu sagen hat. Rostock auswärts. Die werden für Furore sorgen. Ich bin ehrlich, das könnte wieder so ein Unentschieden-Spiel werden. Ich gehe hier auf ein 1:1. Ich glaube nicht, dass ich darüber hinaus gerade für mich jetzt vom Gefühl auf eine Mannschaft gehen kann. Wenn ich eher auf eine Mannschaft gehen würde, wäre es Rostock, bin ich ehrlich. Also wenn dann eher Rostock. Aber kann ich irgendwie gerade vom Gefühl für mich nicht machen. Deswegen 1:1. Dann kommen wir zum nächsten Spiel und wir gehen auf das Spiel Mannheim gegen Viktoria Köln ein. Antwerpen hat im Interview ja gesagt, das ist ja der Trainer von Mannheim, über weite Strecken war man die aktivere Mannschaft. Besser, finde ich, muss man relativ sehen. Besser, wenn man von besser ausgeht, weil man mehr Ballbesitz hat und weil man Druck macht und mehr Torchancen, dann ja. Aber man hat ja eben die Chancen nicht genutzt. Und diese Chancenverwertung muss man jetzt eben verbessern beim Heimspiel gegen Viktoria Köln. Viktoria Köln zu Hause 1:2 gegen Dresden verloren. War okay das Spiel. Man hat gesehen, dass man sich in einigen Mannschaftsteilen ein bisschen schwer fand. Dass das Spiel ein bisschen behäbig wirkt. Mannheim hat mir spielerisch aber gegen Ingolstadt echt gut gefallen. Also eigentlich müsste das Sieg für Mannheim sein. Und ich könnte mir da wirklich so eine Steigerung vorstellen. Gehe deswegen für mich vom Gefühl auf ein 2:0. Weil ich glaube, Mannheim wird dann auch in der Defensive wenig zulassen. Und Mannheim wird einen Heimerfolg feiern können. Das wäre mein Tipp. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Und wir gehen auf das Spiel Osnabrück gegen Aue ein. Osnabrück, ja, verloren. Man hat verloren gegen den Wörthers nochmal. Ah ja, genau, gegen wen hat man nochmal verloren? Sandhausen. Da muss ich gerade nochmal gucken, gegen wen hat man nochmal verloren. Gegen Sandhausen hat man verloren, genau.
Für mich war es nur ein Unentschieden-Spiel, leider noch 1-0 verloren. Man hat sich nach vorne schwer getan. Defensiv war es okay, beide Mannschaften hatten Chancen. War okay das Spiel. Aue, Auftakt nach Maß, 2-1, solider Erfolg, sag ich mal, gegen Hannover 2 eben gefeiert. Man hat seine Hausaufgabe, wie man so schön sagt, eben gemacht. Schwer zu bewerten, weil Aue, finde ich, ist eine Mannschaft, die du nicht unterschätzen darfst. Die darfst du auf keinen Fall unterschätzen. Und auf der anderen Seite Osnabrück, die jetzt natürlich eben abgestiegen sind und jetzt natürlich den ersten Heimerfolg feiern wollen, was selbstverständlich ist. Ich glaube, das könnte mit das wildeste Spiel werden von den Toren insgesamt gesehen. Wäre jetzt mal kurz interessant zu gucken, wie haben denn die beiden, als sie das letzte Mal gegeneinander gespielt haben, das müsste ja vor 2 Saisons gewesen sein, gespielt. Da hat am 7.8., würde ja fast hinkommen, vor 2 Jahren, Osnabrück in Aue 1-1 gespielt. Und in der Rückrunde hat Osnabrück 3-1 zu Hause gewonnen. Statistik sehr ausgeglichen. 9 Siege Osnabrück, 7 Siege Aue und 6 Unentschieden. Also sehr ausgeglichen insgesamt diese Statistik. Ich sag so, wie es ist. Das könnte ein sehr, sehr wildes Spiel werden. Vielleicht mit einem, ich denke jetzt natürlich so ein bisschen auch natürlich an Osnabrück, vielleicht mit einem Quäntchen Glück mehr für Osnabrück. Und deswegen tippe ich auf einen 3-2 Erfolg für Osnabrück. Kommen wir zum nächsten Spiel und sprechen über Alemannia Aachen gegen Ferl. Aachen gewonnen. Haben als Aufsteiger gewonnen. Gegen, wartet, ich muss hier nochmal einmal runter machen. So. Die haben ja gewonnen gegen, wo ist das hier? Tack, tack. Tack, jetzt bin ich nur gerade blind. Oh, bin ich jetzt gerade wirklich so blind? Wo sind die denn? Hä? Da, gegen Essen, genau. Essen eigentlich eine gute Mannschaft. Aachen hat, finde ich, ein echt gutes Spiel gemacht. Ferl hat unentschieden gespielt gegen Wiesbaden. Es ist so ein bisschen immer so dieses typische Spiel von Ferl. Aachen hat mir echt gut gefallen und ich glaube, boah, ich glaube, wenn sie jetzt zu Hause spielen, da könnte so ein kleines Feuerwerk losgehen. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aachen darfst du nicht unterschätzen. Ich finde, die sind offensivfreudig. Die haben es taktisch über die 90 Minuten gegen Essen echt gut gespielt, finde ich. Also wirklich echt, echt gut. Ich glaube an einen Heimerfolg von Aachen. Und gehe jetzt hier einfach mal ein bisschen mutig mit einem 3-1 ran. Ich glaube, Aachen kann hier ein gutes Heimspiel gegen Ferl hinlegen und gewinnen. Dann kommen wir zum nächsten Spiel, was zeitlich so gesehen ja dann das Topspiel wäre, zumindest in der dritten Liga. Und wir sprechen hier natürlich auch über zwei Gewinner vom ersten Spieltag, nämlich Bielefeld gegen Dortmund 2. Ein sehr, sehr interessantes Spiel. Bielefeld, wie gesagt, hat 2-1 ja, gegen Cottbus gewonnen. Dortmund 2, 3-0 gegen Unterhaching. Interessant zu wissen ist Folgendes. Beide Mannschaften haben 6-mal gegeneinander gespielt. Davon sind es 3 Siege Bielefelde, 3 Siege für Bielefeld und 3 Unentschieden. Dortmund 2 hat bislang nicht einmal gegen Bielefeld gewonnen. Ist zumindest schon mal interessant. Letzte Saison war es Unentschieden in der Hinrunde und ein Sieg für Bielefeld in der Rückrunde. Und das Rückspiel war ja in Dortmund. In Bielefeld war es 2-2. Für mich vom Gefühl, sage ich so, wie es ist, war ich auch gerade bei einem 2-2. Weil Bielefeld, wenn auch vielleicht ein bisschen glücklich, weil es in der Nachspielzeit natürlich war, hat natürlich glücklich 2-1 gewonnen. Dortmund sehr komfortabel 3-0. Natürlich dann eben so die Frage, wie kann man eben so dieses Niveau insgesamt halten über die gesamte Saison hinweg. Man wird auch seine Spiele verlieren, natürlich. Boah. Mein Gefühl jetzt sagt mir, wenn es kein 2-2 ist, was so ein bisschen mein erster Instinkt ist, wenn ich ehrlich bin, könnte ich mir auch ein 1-1 eher vorstellen noch, dass eben nicht 4 Tore fallen, sondern nur die Hälfte 2. Wenn eine Mannschaft gewinnen würde, vielleicht würde es Dortmund schaffen, den ersten Sieg einzufahren. Glaube ich leider nicht dran. Ich kann leider nicht anders, als hier ein 1-1 zu tippen. Ja, kann ich leider nicht.
Für mich ist das hier ein Unentschieden-Spiel 1:1. Kommen wir zur nächsten Begegnung und sprechen über einen weiteren Aufsteiger, nämlich Hannover 2 gegen Essen. Man hat verloren, also Hannover 2 hat ja verloren gegen, wen war das nochmal genau, gegen Aue. Und Essen hat ebenfalls verloren gegen Aachen. Essen, finde ich, hat aber einen echt guten Kader. Hannover 2 ist sehr, sehr schwer einzuschätzen. Hannover 2 spielt hier zu Hause, Essen auswärts. Ich glaube nicht, also das wäre jetzt mal interessant zu gucken. Haben diese Teams überhaupt schon mal gegeneinander gespielt? Ich glaube nicht, oder? Nein, haben sie noch nie. Wäre natürlich, war gerade nur, finde ich, sehr interessant natürlich zu gucken, ob es schon mal ein Spiel zwischen den beiden Teams gab. Ja. Boah. Also rein vom Gefühl müsste das so eine Reaktion von Essen sein. Man hat verloren. Mindestens unentschieden holt man. Also das glaube ich schon. Könnte mir sogar einen echt guten Sieg für Essen gerade vorstellen. Hannover hat ein Tor auswärts gemacht. Auswärts, zu Hause müsste man dann sagen, machen sie ein Tor. Mein Gefühl sagt mir aber, dass sie keines machen werden. Und deswegen gehe ich auf ein 0:1 für Essen. Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie so ein Spektakel wird. Ich glaube, Essen wird das über die 90 Minuten hinweg einfach ausspielen und dann das 1:0 auswärts mitnehmen. Kommen wir zum nächsten Spiel und tippen Stuttgart 2 gegen 1860. Stuttgart 2 hat einen Punkt geholt, natürlich sehr, sehr stark in Rostock. Haben das, finde ich, echt gut gemacht. 1860, Auftakt verloren gegen Saarbrücken, 1:0. 1860 ist aber auch eigentlich gut gemacht, also hätte so ein Unentschieden-Spiel sein können. War jetzt ja auch nicht so viel, dass man sagen kann, es war mit so viel Brisanz das Spiel. So von wegen, boah, so viele Torchancen, dann hätten so und so viele Tore fallen müssen. Beide Mannschaften haben sich schwer getan, also Saarbrücken und 1860. 1860 hat es nicht hinbekommen, Tor zu machen. Stuttgart 2, finde ich, hat es eigentlich echt solide gemacht. Gut gespielt. Klar hatten auch vielleicht so ein, zwei Chancen, die sie nicht gemacht haben. Hatten aber auch viel Glück in einigen Situationen. Und dass es eben dann doch 1:1 ausging, weil Rostock, finde ich, auch echt gut gespielt hat. Stuttgart 2 spielt zu Hause. Ich sag so, wie es ist. Ich tippe hier natürlich auch so ein bisschen statistisch, aber auch herzensmäßig, weil ich wünsche mir natürlich, dass die Traditionsmannschaften so ein bisschen natürlich so gewinnen und dass sie auch so gut in der Saison starten, nicht unbedingt nur mit Niederlagen. Deswegen tippe ich hier auf einen knappen Auswärtserfolg für 1860 und tippe deswegen 1:2. Und dann kommen wir zum letzten Spiel und tippen das Spiel Saarbrücken gegen Sandhausen. Ja, das sind die beiden Gewinner, die gegen meine Mannschaften gewonnen haben. Sandhausen gegen Osnabrück, Saarbrücken gegen 1860. Saarbrücken, ich freue mich sehr wieder auf dir im Pokal. Wie gesagt, Pokalprognose nächste Woche Montag, deswegen unbedingt einschalten. Saarbrücken spielt gegen Sandhausen. Saarbrücken, tolle Mannschaft. Ich mag einfach irgendwie diese Mannschaft. Ich kann nicht sagen einfach warum, aber irgendwie hat diese Mannschaft was, nicht nur wegen des Pokals, wegen der Pokalsaison letzte Saison, auch schon davor. Ich finde das einfach so eine sympathische Mannschaft. 6 Spiele gab es bislang zwischen diesen beiden Mannschaften und das sind 3 Siege von Saarbrücken, 2 Unentschieden und nur ein Sieg von Sandhausen. Und dieser Sieg von Sandhausen, nur mal eben hier kurz by the way, der war, lass mal kurz gucken, in der Saison 2010-2011 in der Rückrunde. Das war der 26. Spieltag in der dritten Liga. Da hat Sandhausen 3:1 gewonnen. Danach, nach diesem Sieg von Sandhausen, war es 2-mal ein Unentschieden und 2-mal ein Sieg Saarbrücken. Saarbrücken gefällt mir. Ich mag Saarbrücken. Ich glaube, das könnte so ein Sieg für Saarbrücken sein. Tippe aber auch nur ein 2:1. Ich glaube nicht, dass da viele Tore fallen werden. Sagt mir zumindest mein Gefühl. Ja. Meine Lieben, das waren meine Tipps jetzt hier zum zweiten Spieltag. Und, oh warte, fast das Falsche. Und so sieht für mich die Tabelle aus dann.
Schreibt eure Tipps natürlich unten in die Kommentare hin. Ich bin auf eure Tipps wie immer sehr, sehr gespannt, was ihr zu diesen Spielen sagt. Wer gewinnt? Was geht vielleicht unentschieden aus? Hab jetzt nicht so viele Tore, würde ich jetzt mal sagen, getippt. Aber doch, sage ich mal, so komfortabel so insgesamt. Ich finde gute Tipps, meiner Meinung nach. Ist natürlich aber auch immer schwer zu predikten, wie geht als nächstes dann ein Spiel aus. Von daher, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, eure Tipps unten in die Kommentare. Checkt noch die anderen beiden Fußballvideos von vorhin aus und natürlich von gestern. Und dann sehen wir uns nächste Woche Montag, wenn es dann heißt DFB-Pokal erste Runde. Deswegen bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie und Fußballfreunde da draußen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.